Wir haben heute für euch die Orte wiederentdeckt. Aus der Folge Peter hatte Schwartau weiß. Auf weiß, was für ein Segen in der Stadt auf allen Wegen. Mal rot, mal gelb und auch in blau hilft uns die Schrift, sie macht uns schlau. Denn wer sie liest, der weiß Bescheid am Tag und auch bei Dunkelheit. Ich sage hier, was mich betrifft, ich wär verloren ohne Schrift. Wie wär das Leben ohne Schrift? Doch arm, wir wüssten nicht, wohin wir fahren. Wir müssten tausend Dinge fahren. Hier sind wir am Markt vom Rathaus, am Rathausplatz sozusagen. Hier sehen wir das Rathaus Spandau, C&A auf der linken Seite. Und vorne, wo jetzt dieser rote Hydrant steht, dahinter war die rote Telefonzelle. Und Pauli geht jetzt mal in die Richtung. Sie steht schon seit einigen Jahren nicht mehr. Sie wurde eingelagert. Das war ein Geschenk irgendwie aus London. Genau da so hinten stand die. Ein paar Schulke und Peter verteilen auf dem Rathausvorplatz ihre Zettel. Ja, ohne Schrift, da wären wir dumm. Hast du eine Botschaft, greif zum Stift, denn überall kennt man die Schrift. Per E-Mail oder auf Papier wandert das Wort von dir zu mir. So wandert es auch durch die Zeit. In vielen Büchern liest man heut, was Goethe und Pythagoras mal sagte und danach vergaß. Ja, ohne Schrift, da gäb es keine Bücher. Und ohne die, da sind wir beide sicher. Gäb's weder Technik noch Kultur, wir säßen auf den Bäumen nur und würden nackte Affen bleiben. Doch Gott sei Dank, wir können schreiben. Also mit der Plakat... Was kostet Currywurst? Wie wär das Leben ohne Schrift? Doch arm, wir wüssten nicht, wohin wir fahren. Wir müssten tausend Dinge fragen, alles immer wieder sagen. Wir wüssten nicht, wo, was, warum. Ja, ohne Schrift, da wären wir dumm. Hast du eine Botschaft, greif zum Stift, denn überall kennt man die Schrift, per E-Mail oder auch so, und hier befinden wir uns immer noch in der Altstadt Spandau an der besagten Bogenbrücke. So sieht sie heute aus, kaum verändert zur Folge. Und wenn man von dort aus, wir drehen uns jetzt mal, dort seht ihr die Altstadt. Von dort aus sind wir gerade gekommen und haben die Szene am Schurschmied und an den kleinen Turm gedreht. Geradeaus war das. Hier ist das Lindenufer. Nochmal ein Blick auf die Brücke. Da sehen wir das Rathaus, den Rathausturm da hinten. Und hier sehen wir die berühmte Bogenbrücke aus der Folge. Peter hat das schwarz auf weiß. Bloß da standen zu dem Zeitpunkt keine Autos da drüben. Und Paschulke und Peter gingen dann von links und rechts, glaube ich, ging da zwischen den Pfeilern durch.
So sieht's hier aus. Ja. Kann ich euch ja mal zeigen, was man da sieht, wenn man zur Böschung geht. Hier ist nämlich unten die Promenade. Da kann man schön langlaufen. Früher haben hier auch Dampfer angelegt. Das ist heute nicht mehr so. Jo. Nochmal ein Blick auf die Brücke in ihrer vollen Pracht. Hallo, ich bin's wieder. Hier war mal in der Folge Peter hatte schwarz auf weiß der Bücherladen. Jetzt ist nur ein Sanitätshaus. Schade. So, und die letzte Einstellung. Peter hat es schwarz auf weiß. Da vorne an der Bushaltestelle steht er noch und geht dann da lang. Und die Szene am Currywurststand, die wurde dort gedreht. Da gehen wir jetzt nicht hin, da ist so voll, da können wir mal schlecht drehen. Da ist heute ein Dönerladen drin. Ein Crispy Chicken Box heißt die wohl, glaube ich. Vor kurzem war da noch eine China Box drin. Und wie gesagt, da direkt an der Bushaltestelle zu drehen, ist immer etwas schwierig. Und dann gehen sie ja nach links die Treppen runter. Okay, das war's von Löwenzahn Drehort. Wiederbesuch, wiederentdeckt. Peter hatte schwarz auf weiß und Spandau. Ciao und abschalten. Und wir drehen jetzt nach einer Runde.